Was ist das für ein geiles Projekt, wenn man kleiner Leute Geld reinsteckt? Wie gern man sich mit Bauschutt die Stiefel verdreckt, wenn der Bürger sie wieder sauber leckt. Wenn man nicht einer der Idioten ist, die morgens schon der Baulärm küsst. Der Stau begrüßt, wenn man Geranien gießt, der Smog die Lunge zerschießt. Wie Bushidos geklaute Hits, wie ein Bohrer ohne Bits, wie der Donner ohne Blitz. Stuttgart 21 ist ein Witz. Wie offizielle Seite, das war immer diese hier, nur das hier. Das ist die offizielle Seite. Da gibt es hier einen Besprechungskreis. Und hier sind entweder die Parteien, die Grünen oder BUND oder was weiß ich, so offizielle Organisationen treffen sich hier und besprechen. Ja? Dann der Verein, der euch eingeladen hat, ja, ist hier, ist auch ganz klein. Hier werden auch Sachen besprochen. Dann gibt es, während den Aktionen gab es immer offene Besprechungen. Die waren hier, im Park, irgendwo. Und jeder konnte mitsprechen. Das einzigste Wichtige, wo immer die Polizei geguckt hat, ist dieser kleine Kreis. Nennt sich KUKO. Das waren Geheimbesprechungen für echte Aktionen. Ja, und da waren eben so kleine Gruppen, die sich hier getroffen haben. Das war immer ganz geheim. Secret, geheim, ja. Ja, alles andere ist offiziell. Ja, also hier sind wir. Deeskalationsteam zum Beispiel ist hier. Hier sind die Senioren. Ja. Ingenieure gibt es auch. Da sind die Ingenieure. Ja. ja, es gibt alles Mögliche. Ja, genau. Aber hier hat eben alles angefangen. Und ich habe da was. Mal gucken. Übrigens, der Widerstand ist zu 90% so alt wie wir. Also, ja, 10% junge Leute, 90% ältere Leute. Und das hat die Politik und die Polizei natürlich sehr überrascht. Weil für die war am Anfang völlig klar, oh, da ist Widerstand, das sind bestimmt Kommunisten. Linke, junge Leute, ja, sind gekommen mit ihren Schlagstöcken, ja, und haben da plötzlich solche Menschen gesehen. Ja. Und am Anfang haben sie auch noch draufgehauen, aber jetzt inzwischen haben sie gelernt, das sind normale Menschen, ja, also eigentlich passiert nichts mehr. Außer sie holen Polizei von einer anderen Stadt, dann passiert wieder was. Ja, so hat es eben hier angefangen. Das Gebäude ging eben hier weiter, bis davor. Und dann hat man eben versucht, das zu besetzen. Oder eben jede Menge Leute hier, ganz viel, einfach nur sitzen. Ja? Weil man muss auch wissen, Baden-Württemberg und Bayern, das sind sehr konservative Länder. Ja? Also die Leute hier sind sehr anständig, machen immer alles, was der Staat will, ja, und arbeiten ganz viel. Das ist normalerweise Stuttgart. Und jetzt auf einmal war alles anders. Ja? Und deshalb war die Politik auch sehr überrascht, sehr hilflos. Sie wussten nicht, was sie machen sollen, also haben sie erstmal die Polizei geschickt. Hat auch nicht funktioniert. Ja. Ja. Und inzwischen, ja, 10 Jahre später, gibt es diese ganzen Gruppen ja immer noch. Wir machen nichts mehr wirklich aktiv, weil was will man hier machen? Aber im Hintergrund passiert immer noch sehr viel. Ja. Dazwischen, aber das, also wenn ich jetzt schätzen würde, wie viel. Also ihr geht am Montag auf die Montagsdemo, oder? Ja. Da werdet ihr sehen, da sind nicht sehr viele Leute da. Das ist nur noch ein kleiner Rest, der tatsächlich zur Demonstration geht. So zwischen 800 und 1000 Leute. Ja. Wir waren mal über 100.000 bei Demonstrationen. Aber die meisten Leute sind müde. Ja?
Wir haben hier bei minus 15 Grad die ganze Nacht, ja, weil hier war mal der Platz schön mit Bäumen und so weiter. Da sind die gekommen zum alles absägen und da waren wir die ganze Nacht hier und Tag. Und dann mussten die meisten von uns weitergehen. Keine Chaoten sind, die meisten von uns haben Arbeitsplatz, müssen arbeiten gehen. Ja, und dann eben die ganze Nacht hier und dann noch zur Arbeit gehen. Das macht man vielleicht ein paar Monate, aber dann wird man müde. Aber sollte es gefordert sein, glaube ich, kommen wieder ganz viele Menschen. Meine persönliche Erinnerung an diesen Platz hier ist der 25. August 2010, als das Gebäude, was hier stand, als der erste Bagger bis dort reinging und wo ich beschlossen habe, nie wieder SPD zu wählen. Das war so eine Erfahrung von mir zum Beispiel. Ja. Ja. Die andere vielleicht noch, wir waren ja vorhin an der Mahnwache drüben, da gehen wir nachher nochmal hin. Die erste Mahnwache war hier, muss man sich so ein grünes, zwei so grüne Rondells vorstellen. Und da wurden dann Tomaten und Kartoffeln und, mag ich mich noch sehr erinnern, ja, und Blumen angepflanzt. Und ja, das war einfach eine so ganz persönlich für jeden auch. Ne? Also man konnte immer hierher kommen, man hat ein offenes Ohr gefunden, die Leute konnten miteinander reden über Probleme, die, was weiß ich, dass die Polizei den geschuckt hat, also gestoßen hat, und dann konnten die da hingehen, dann hat man sich unterhalten, sich zusammengesetzt. Und ich glaube, für viele von uns und auch für viele Polizisten, die damals hier standen, da gab es einen großen Bauzaun, und dieser Bauzaun wurde täglich mit Bildern vollgehängt. Sprüchen. Und Sprüchen und Karikaturen. Ja. Und dieser Zaun ist mittlerweile Bestandteil des Museums hier auch. Ne? Also die haben den dann damals übernommen. Und als die ersten Baggerbisse hier, da kommt ja so ein großer Kran mit so einem Grü, Ding, was dann so, Kran. Wie heißt das? Grü. Ein Grü. Und der beißt dann da in die Ecken rein. Und da sind wirklich, geht mir heute fast noch so, da sind einem die Tränen runtergelaufen, wie scheiße, Entschuldigung das Wort, aber wie blöd die Menschheit eigentlich sein kann, solche Gebäude. Ihr seht ja, wie es hier außenrum aussieht. Also mir ganz persönlich damals ging es so, dann waren die ersten Demonstrationen hier, die erste Mahnwache. Ich bin nur hier gelaufen, ich habe keine Ahnung gehabt. Und ich sehe nur die Mahnwache, Chaos. Die Leute, wo hier demonstrieren, auch Chaos. Dann habe ich gedacht, Mensch, hier muss man ein bisschen organisieren, das ist ja furchtbar. Ja, und so bin ich dazugekommen und dann habe ich mich erst informiert, was überhaupt passiert. Ja, also so bin ich dazugekommen. Naja, die erste Mahnwache war die schwäbische Ordnungsliebe. Biertisch mit Sitzbänken. Genau. Und ein bisschen Plastikplane drumherum. Und dann kam der große Wind und husch, war alles weg. Und dann hat man das erste kleinere Zelt angeschafft. Ja, das war nur so ein Pavillon auch. Ja, und so. Und wie lange gibt es jetzt Mahnwache? Also Ende 2009 waren hier die Ersten. Mhm, und zwar im Laufe von Anfang 2010, so denke ich. Aber ganz genau weiß ich es nicht, weil ich eigentlich erst zu den Ingenieuren bin ich dazugekommen, Mitte 2010. Und weil ich auch dachte, man muss etwas machen und man kann doch nicht einfach so zusehen. Ursprünglich fand ich das mal toll, hier einen neuen Bahnhof zu bauen, bis ich dann irgendwie darüber nachgedacht habe, wie schwachsinnig jetzt das... Es ist ja nicht so, ein neuer Bahnhof ist nicht per se schlecht, aber ihn hier zu bauen ist einfach nur Unsinn. Und wir hatten einen schönen Bahnhof und deswegen war es eigentlich unlogisch, so ein großes Projekt starten zu wollen. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss mich
mit anderen zusammenschließen, die auch so denken. Und so bin ich zu den Ingenieuren 22 dann gekommen. Und ja, und das war also Mitte 2010. Also das heißt, die Mahnwache, da gehen wir jetzt gleich wieder vorbei. Die Mahnwache gibt es jetzt seit 6 Jahren. 6 Jahre lang, 24 Stunden, immer besetzt. Immer. Donc c'est une sorte de permanence pour les gens, les résistants et les gens qui veulent s'informer. Ils sont là 24 heures sur 24, toujours. C'est là-bas, la petite cabane que vous avez eue. Also ich war hier in der Zeit, wo hier die Mahnwache noch war, als Helfer oft eingeteilt. Und das fand ich auch das faszinierend. Das waren wirklich fremde Menschen. Und es gab kein großes System. Es gab so ein Ringbuch, wo man sich eingetragen hat. Und der eine hat sich aber mit dem anderen arrangiert. Und diese 24 Stunden seit 6 Jahren, also auch im Winter, zwischenzeit gibt es eine kleine Solaranlage, dass sie da ihr Licht haben und ein kleiner Ofen, dass man es warm hat im Winter. Und seither ist die ständig besetzt, auch obwohl sie umziehen musste dann und man wusste nicht genau, ob sie weiter bestehen kann. Das finde ich eigentlich eine der großartigsten Leistungen, das über diese lange Zeit in dieser Kontinuität zu halten. Und sie ist, wie du ja auch schon sagtest, sie ist auch Anlaufpunkt geworden. Zu weiten Teilen war sie auch Anlaufpunkt für Problemfälle der Stadt. Sie war ein sozialer Anker in der Stadt. Also sie hat ganz andere Funktionen übernommen, als nur jetzt zu informieren über das Projekt. Sondern da sind Leute hingekommen, die ihr Leid beklagt haben, wie du auch schon gesagt hast. Also das ist schon was ganz Phänomenales. Und die Menschen, die das machen, das ist eine Gruppe von 200, vielleicht, also maximal 200, 250 Leuten, die das im rollierenden System machen. Immer wieder tauscht sich das auch etwas aus, kommen manchmal noch neue dazu, aber es ist sehr schwierig heute, das zu haben. Die tragen das jetzt schon für diese lange Zeit. Und das ist völlig ohne irgendeinen Cent Geld. Das ist wirklich reines freiwilliges Engagement. Teil ganz gut informiert waren, aber es kamen auch sehr viele Geschäftsmenschen und Studenten an, wenn die Aufenthalt hatten bis zur Weiterfahrt oder bis ihr Zug kam. Und die haben natürlich die Info aus dem Fernsehen und aus der Zeitung. Und das war immer sehr interessant mitzuerleben, was für Infos ankommen. Also wenn man nur schaut, 80, 100 Kilometer von Stuttgart weg, wie wenig dort ankam und die gar nicht wussten natürlich, was wirklich hier los ist. Und da war ein ganz großer Bedarf da, dass die Näheres wissen wollten. So ist es sicherlich okay. Wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo überall im Fernsehen war, wo überall in der Presse war. Wir nennen das den Schwarzen Donnerstag, was da passiert ist. Und das Ganze ist passiert in diesem Gebiet hier. Dieses Gebiet war ein Park, so wie man ihn da hinten sieht. Ja? So. Und man muss dazu wissen, dieser Park hat mal dem König gehört. Ja? Wir haben ja da hinten ein Schloss. Und da war der König und dieser Park hat dem König gehört. Und der König hat aber mal beschlossen, er schenkt den Park den Bürgern. Ja? Und wie ihr alle wisst, war ja auch Stuttgart sehr betroffen vom Zweiten Weltkrieg. Hier war sehr große Armut, fast die ganze Stadt war zerstört, war alles kaputt, alle Gebäude. Das heißt, die Menschen, die hatten ja auch im Winter zum Beispiel brauchten die ja Holz. Die haben aber nicht einen Baum in diesem Park gefällt. Auch im Zweiten Weltkrieg nicht, in der großen Not, weil das war der Bürgerpark. Und jetzt ist die Bahn gekommen und die Politik gekommen und hat gesagt, wir machen die Bäume weg. Und deshalb waren die Emotionen natürlich sehr hoch. Ja? So, was ist an diesem Tag passiert? Zunächst gar nicht viel. An diesem Tag war eine Demonstration von Schülern, von jungen Leuten in der Stadt. Und zu diesem Tag war von der Politik geplant, ganz viel Polizei herzuschicken und die alle ringsrum alles abzuriegeln und anzufangen mit den Bäumen. Und das sollte eine Überraschung sein von der Politik, von der Polizei. Niemand wusste das eigentlich.
Und dann haben sie überlegt, sie brauchen ganz viel Polizei. Stuttgart hat nicht genug Polizei. Also holen sie von überall, von anderen Städten, die Polizei hierher. Von anderen Bundesländern? Ja, ja. Und die Polizei von überall, von Deutschland, ist hierher gefahren und wusste gar nicht, was sollen sie eigentlich machen. Die hatten keine Informationen. Einfach fahrt nach Stuttgart, da sagt man euch, was ihr machen sollt. So. Irgendwas ist da natürlich dann schiefgelaufen. Wenn aus ganz Deutschland Polizei kommt, dann ist Stau. Manche wissen den Weg nicht. Ja, also die Planung von der Polizei ist ganz schief gegangen. Also es kam ein kleiner Teil Polizei. Die kamen hier an und die Demonstrationen von den Schülern haben irgendwie das gemerkt. Und haben gesagt, okay, wir gehen von der Stadt hierher und gucken, was hier los ist. Hier ein Polizeieinsatz bevorstand. Das war eigentlich mehr oder weniger unter der Hand bekannt geworden. Man wusste nur nicht genau, wann. Und es hat Leute gegeben, die die Bäume schützen wollten, die gesagt haben, wir übernachten im Park. Und ich war einer von denen. Ich habe auch in der Nacht da hinten irgendwo in meinem Schlafsack zugebracht. Die ganze Nacht über. Polizeiwagen sind da im Park rumgefahren. Es war sehr unruhig. Ich bin dann morgens um 8 nach Hause gegangen, weil ich frühstücken wollte, mich frisch machen. Und dann kam da um 10 Uhr der Parkschützeralarm. Das heißt, eine Benachrichtigungskette über Handy. Polizei im Park. Und ich bin dann nach Mittagessen auch hingegangen. Ich glaube, da waren, also nach meinem persönlichen Eindruck, waren 10.000 Leute da. Und ich weiß nicht, wie viele tausend Polizisten, die sich von da hinten her mit dem Wasserwerfer, mit mehreren Wasserwerfern durch die Menge durchgekämpft haben, weil sie genau diese Bäume wollten, wo hier jetzt dieses Grundwassermanagement. Wasserwerfer, dieses große Auto, das erinnert sich, ja? Ja, ja, aber das kam ja erst später, weil diese Schüler waren ja zuerst da. Ja, ja. So, jetzt ist noch was passiert. Dann war zu wenig Polizei da und die dachten, naja, gut, aber ein paar Schüler. Ich weiß nicht mehr, wie viele waren das vielleicht? Ja, waren schon einige hundert. Ja. 500, also 600, 700 vielleicht 700 sogar. Schüler. War eine große Demonstration. Und da waren viele Schüler dabei, die haben nur die Demonstration mitgemacht, damit sie schulfrei haben. Die hatten keine Ahnung, um was es geht. Ja? So, dann kam zu wenig Polizei und wollten die vertreiben. Jetzt ist Folgendes passiert, dass natürlich viele Schüler haben Papa und Mama angerufen und haben gesagt, Hilfe, ja. Hier ist ganz viel Polizei, ich habe gar nichts gemacht, keine Ahnung, was hier los ist. Also in der Rolle war ich war zu Hause, also unsere Tochter war auch bei der Demonstration dabei und ist mit der Schulklasse dann hier im Park. Und ich war zu Hause als Mutter beim Kochen und dann kam der Anruf. Wir sind hier im Park, Hilfe, hier ist ganz viel Polizei. Dann sind wir Mütter natürlich alle los und die Väter sind und so hat sich das immer weiter dupliziert. Ja, dann kam eben dieser Parkschütze-Alarm über SMS. Dann kamen ganz viele und dann waren aber auch, es waren ja ganz viele Menschen, die damit gar nichts zu tun haben. Ja, die Papa, Mamas, Schüler, die keine Ahnung haben. Und die Polizei ich habe selber mit Polizisten dann gesprochen, ja. Die haben über Funk, die wo noch auf der Autobahn waren, von anderen Städten kamen, die haben über Funk gekriegt, hier ist wie Krieg in Stuttgart, kommt ganz schnell und Chaos. Die dachten, da sind, was weiß ich, wie bei einem Fußballspiel, die Chaoten, so haben die das gedacht, ja, haben ihren Helm aufgezogen, Stock raus und sind hier rein. Und es waren nur ganz normale Leute. Ja. Und es war dann, ja, die Bilder habt ihr wahrscheinlich gesehen im Fernsehen. Ja. Und also vielleicht dich noch mal kurz unterbrechen. Das Interessante war, dass die Schülerinnen und Schüler es sehr spannend und lustig fanden, auf die Bäume zu klettern und haben gelacht. Und dann sind
große LKWs mit so Gittern gekommen. Da sind die Schüler draufgestiegen. Dann bei den Wasserwerfern sind sie raufgekrabbelt. Und überall sah man Schülerinnen und Schüler und wie Spaß. Also die haben gar nicht verstanden, was das auslösen kann. Und ich kann das jetzt aus meinem Berufsleben sagen. Ich war im Büro, habe gearbeitet, kriegte die SMS, alles runter hier zum Schlossgarten. Da ist viel Polizei, die Schüler und es wird heute angefangen zu roden. Und dann ging wirklich in den Büros, ging man rum und hat gesagt, wer geht mit? Und dann ist mal eine ganze Schlange an Leuten, sind wir dann hier runtergelaufen, ich habe da hinten oben gearbeitet. Und so wurden das immer mehr. Und dann kam auch die Politik, also die Polizei plus die Politik. Und da gibt es da hinten so einen, Hügel. Und auf dem Hügel, der war außenrum, war die Polizei und oben auf dem Hügel stand der Häuptling der Polizei, unsere Vertreter von der Politik und haben diskutiert, was wir jetzt machen sollen. Ja. Und die haben dann versucht, von dort aus das alles zu koordinieren, den Leuten die Augen mit Wasser wieder schön an, dass die wieder einigermaßen atmen und gucken konnten. Und das ging den ganzen Nachmittag. Also ich bin hier um 12:30 gekommen, da fing das gerade an. Und dann haben die mit dem Wasserwerfern immer gesprüht wie verrückt. Und dann hieß es, es würden Pflastersteine geschmissen werden. Pavé. Und das Verrückte war, wo die Polizisten drunter standen, das waren alles Kastanienbäume. Das heißt, die haben in die Kastanienbäume reingespritzt und dann fielen die Kastanien den Polizisten auf den Kopf. Und dann kam in den ersten Meldungen, also dass die Demonstranten Steine schmeißen würden, bis man dann rausgefunden hat, dass das Kastanien waren. Und deswegen heißt in Stuttgart unter uns immer, der Stuttgarter Pflasterstein ist kein Pflasterstein, sondern ist eine Kastanie. Donc c'est les pavés stuttgartois, c'est en vérité les châtaignes. Et ils n'ont pas été lancés, mais sont tombés sur les policiers à cause des lanceaux et tout ça. Parce qu'il y avait des châtaigniers partout. Es wurden ja dann auch immer mehr Menschen. Und hinterher habe ich mich dann auch gefragt, also man hat gesehen, viele Menschen haben auch Angst, aber warum sind die nicht gegangen? Die hätten ja auch gehen können. Aber das war dann so ein Selbstläufer, dass man dann auch immer schauen musste, wo sind die Kinder oder wo ist mein Kollege oder so, dass der eine auf den anderen auch versucht hat, Acht zu geben, weil viele Menschen sind dann auch gesessen. Und was dann aber auch dazu kam nach diesem Wasserwerfen und dem Pfefferspray, wo ich sicher bin, dass ich das gespürt habe, auch in den Augen, dass auf einmal überall Menschen lagen, weil die nichts mehr sehen konnten. Und dann ging es auch nicht mehr, dass man einfach sagt, naja, man geht, dann ist man außer Gefahr. Sondern die Menschen lagen da und man hatte kein Wasser, nichts, man musste ja die Augen irgendwie auswaschen. Und viele sind hier einfach rumgerannt und haben gesagt, wir brauchen Sanitäter. Und dann hat man, hier vorne ist so ein Biergarten, da hat man dann noch ein bisschen versucht, Wasserflaschen zu organisieren, um die erste Hilfe zu leisten. Die durften nicht rein. Le SAMU n'a pas pu passer. Ils étaient là, mais interdit de passer. Nicht jetzt einfach sagen, okay, stopp, wir fahrt alle wieder nach Hause. Wir lassen es sein. Ja, die haben ja auch einen Stolz. Und jetzt so viel Organisation, so viel Polizei aus ganz Deutschland geholt, also muss ich durch. Ja, das war natürlich der Gedanke von der Polizei, ist klar. Das ist ungesetzlich und nicht wir, die wir hier sind, sind diejenigen, die hier auf die vertrieben werden müssen, sondern die Polizei schützt das ungesetzliche Fällen der Bäume für die Deutsche Bahn. La police protège les actions illégales. C'est pas les gens qui manifestent qui font un truc illégal, mais la police, elle essaie de faire passer une action illégale, abattre des arbres contre l'interdiction. Ja, und ich möchte auch noch sagen, es gab auch viele Polizisten, die nachher geweint haben. Gab es auch. Also es war für beide Seiten ein großes Drama. Ja.
Und ein Polizist, den habe ich gesehen, der hat seinen Helm runtergenommen, hat ihn auf den Boden geschmissen und hat gesagt, ich gehe nicht gegen Kinder vor. Schluss. Ja. Gut, dann laufen wir. Da hat sich dann auch eine Gruppe gebildet, die hießen die Versorger, die gibt es auch heute noch, ja. Die dann immer Suppe gekocht haben, vegetarischen Brote und sowas. Also da war auch rundum, es war immer was zu trinken da. Also es gab immer irgendwo eine Gruppe, die wieder irgendwas sich ausgedacht hat. Kulturgruppen, dann gab es hier große Musikfestivals, Lesungen. Also das war auch. Ja, und es gab natürlich auch Probleme. Also das muss man sich ja, ist ja klar, muss man. Weil alle möglichen Menschen sind da gekommen. Und man muss auch ganz deutlich sagen, dass natürlich so etwas mitten in der Stadt ganz viele Menschen auch anzieht, die man vielleicht gar nicht so haben möchte. Also zum Beispiel sind teilweise aus ganz Deutschland Menschen, die sowieso auf der Straße schlafen, gekommen, haben angefangen hier zu schlafen im Park. Hier gab es umsonst Essen, Trinken, alles Bio, beste Ware. Ja? Und das waren aber teilweise Menschen, die das am Tag Bier getrunken haben und was weiß ich was gemacht haben. Und dann kam immer die Presse und hat genau diese Leute immer fotografiert. Also war überall in der Presse, ja, das sind alles Penner, Alkoholiker und. Aber das war nur ein ganz kleiner Teil von den Leuten. Und man konnte ja nicht zu denen sagen, ihr müsst gehen. Ja, das ist ein öffentlicher Park. Wir können nicht bestimmen, wer darf hier schlafen, wer nicht. Jeder darf hier schlafen. Ja. Das gab natürlich schon auch Probleme. Und sowieso auch bei den Demonstrationen mussten wir immer aufpassen, so ein bisschen immer gucken, weil da natürlich auch plötzlich Menschen aufgetaucht sind, die Probleme gemacht haben, ja, die auch Gewalt angewendet haben. Und teilweise hat man auch dann herausbekommen, dass das sogar Polizisten waren, die selber ja, in Zivil Probleme angefangen haben mit Absicht. Provokateur, Agent Provokateur. Ja. Und deshalb war immer das Problem, wie und was. Und wenn jemand gekommen ist, wo man sein Gesicht nicht kannte, dann musste derjenige schon aufpassen. Ja? Weil dann viele, ey, den kenne ich nicht, ey, und so. Hallo. Ja, oder zum Schluss, man kannte auch einige von den Zivilpolizisten, ja. Die teilweise auch mit ihrer Waffe rumgelaufen sind. Das geht natürlich überhaupt nicht auf einer Demo. Also wir haben die auch teilweise angesprochen, auf die gehen zu hier. Manche haben es gemacht, dann wurden sie halt wieder ausgewechselt, weil wenn man die Leute kennt, dann macht es ja keinen Sinn, dass die da provozieren. Also da gab es schon auch. Ja, und da hatten wir natürlich dann auch schon, wir hatten sehr viel dann zu tun als Deeskalationsteam, weil eben viel Misstrauen da war und ja, auch im Park hier haben wir uns meistens nicht eingemischt, weil das war eine Community hier im Park mit verschiedenen Gruppen, die auch miteinander Streit hatten und so. Da haben wir gesagt, also da halten wir uns raus. Ja, wir konzentrieren uns lieber auf Demonstrationen und so weiter. Aber da gab es dann auch, ja, es gab Besprechungen hier im Park und Meditation und mit Psychologen und alles Mögliche. Also das ging noch. Ja, monatelang hier, bis dann tatsächlich der ganze Park geräumt wurde. Das war dann aber nicht mehr ein so großes Problem, weil sowohl die Polizei als auch wir haben ja diesen schwarzen Donnerstag erlebt und keiner wollte das wieder haben. Und deshalb war dann die Polizei wesentlich freundlicher, ja, Demonstranten auch. Ja, aber anders. Also sie haben nicht gleich draufgeschlagen. Ja. Und das ging eigentlich relativ problemlos. Dann die Räumung, da waren wir dann auch da. Kam dann auch, glaube ich, nicht so groß in der Presse. Und auch alles andere dann,
jedes Blockade, wo geräumt wurde, da hat dann die Polizei einfach draus gelernt, ist relativ freundlich passiert. Natürlich haben sie immer versucht, dir eine Straftat unterzuschieben, klar, aber eben nicht mit Gewalt, sondern immer mit Tricks. Dieses Gewaltthema war eigentlich seitdem vorbei, zum Glück. Ja. Und was man auch sagen muss, dieser Bau, die großen Bäume hier gefällt wurden und das Stuttgart 21, so eine Diskussion auf und so, konnte man hier nachts im Park nicht rumlaufen. Das war wirklich gefährlich. Es war hier, die ganze Drogenszene war hier unterwegs. Stricherszene war hier unterwegs. Und nachdem hier der Park mit den Zelten war und Stuttgart 21, bin hier nachts um 4 langgelaufen. Dann hat man mit den Leuten geredet, hallo, wie geht's, gut, trinkst noch ein Bier mit, ja, komm, jetzt trinken wir noch ein Bier. Hat man sich da irgendwo in ein Zelt gesetzt oder in dem, hieß es dann. Also es ist einfach, es war eine ganz andere Atmosphäre hier. Ja, also das muss man, gehst du da rein, Wolfgang? Es war ein Bürgerpark geworden auf einmal. Und ich glaube, dass das jetzt ein Bürgerpark ist und dass man da abends hingehen kann und man trifft immer Leute, man hat immer Leute getroffen. Ne? Man hat miteinander Bierle getrunken oder ein Teele oder Schwätzle gemacht. Und also man darf auch nicht, was natürlich auch ein großes Problem war, es gibt ja auch viele Leute, die finden das gut, dass das alles gemacht wird. Ein neuer Bahnhof, also die Befürworter. Und eine Zeit lang war das ganz schlimm in Stuttgart, dass sogar durch die Familien die verschiedenen Meinungen waren. Also mein Sohn und meine Tochter sind beide dafür. Aber wir haben es geschafft, nie Streit miteinander zu kriegen, aber ich weiß von Familien, die richtig Streit hatten. In der Familie. Ja, die teilweise nichts mehr miteinander geredet haben. Also das war hochemotional. Und mein Sohn, der wollte immer kommen, also meine Frau und ich, wir haben dann auch ein Zelt hier gehabt, haben hier übernachtet und mein Sohn hat gesagt, er kommt und holt uns. Ja, also die Eltern schlafen im Park, ja, und auch die Jugendlichen untereinander schlafen deine Eltern da auch. Ja, die spinnen. Ja. Also es waren schon hauptsächlich ältere Leute, wo das gemacht haben. Jeder hat da so eine Idee gehabt und hat es gemacht. Es ist ein Handel mit portugiesischen Apfelsinen entstanden. Der genau. Matthias Kästner hat eine Firma Peusch gegründet und bringt jetzt mit großen LKWs portugiesische wunderbare Saftorangen, die biologisch gezüchtet werden. Dort sind Bauern in die Lage versetzt worden, ihr Land wieder mehr zu bebauen und mehr Orangen anzubauen, weil über diesen direkten Vermarktungsweg es möglich war, das finanziell tragbar zu machen, sodass wir hier jetzt mit besseren Orangen versorgt werden, weil die seinerzeit auf der Montagsdemo hinter der Bühne angeboten wurden und ihren Liebhaberkreis gefunden haben. Also wenn man genau guckt, eigentlich ist inzwischen der Bahnhof gar nicht mehr so wichtig. Sondern alles, was außenrum passiert und entstanden ist, ist inzwischen viel größer und viel wichtiger wie eigentlich der Bahnhof. Es ist nachhaltig. Ja. Durable. Ja. So, weitere Fragen? Oder laufen, dass ein bisschen warm wird. Ja, oder wollt ihr euch ein Bier holen?